So ist es wieder Zeit, jemand zu schreiben. Ja, es ist so viel passiert seit dem Jahr 2013. Viele Krisen, so viel Scheiße und so oft man war ich pleite. Ich seh anders aus als früher, doch bin innerlich der gleiche. Immer noch die Narben im Gesicht, immer noch schauen sie mich an und stellen Fragen über mich. Immer noch wissen sie gar nicht, wie die Lage gerade ist. Das Leben zieht vorbei, ich mach schon Jahre nur Musik. Mit einem Tod in ein Loch, alles broke in meinem Kopf. Aber Rap therapiert und half hoch, als ich koch. Schule, Musik, wir haben damals immer Noten geübt. Doch das brachte nix, der Lehrer war ein komischer Typ. Egal was wir lernten, ich war immer Fünferkandidat. 21 und mein Song ging letzten Winter in die Charts. Doch eigentlich ist mir Fame im Netz wie Instagram egal. Du kennst das nicht, doch alles geht im Internet um Zahlen. Es gibt Leute damit mehr oder wenig Talent. Die wollen Menschen imponieren, die sie nicht mal kennen. Es gibt witzige Clips und man macht Geld mit seinem Aussehen und junge Mädels, die ihren Körper für viel Kohle verkaufen. Viele arbeiten nicht mehr, verdienen ihr Brot von zu Hause mit ein paar Klicks auf Tastaturen, ohne am Boden zu laufen. Keine Ahnung, ja, wir Menschen sind ein komischer Haufen. Es gibt Helden, doch sie feiern nur Idioten da draußen. Und falls du fragst, die Sache mit dem Job ist nicht geklärt. Ich hab irgendwas gelernt, um halt irgendwas zu lernen. Ich schaff es nicht mal irgendwo für länger zu bleiben, weil komm mit Leuten nicht klar, die sich für was Besseres halten und denken, sie können ihre Macht als Chef bei mir kurz entfalten. Dann gibt es Stress und ich bin weg, ist quasi immer das Gleiche. Wieder neu anfangen und wieder von Idioten umgeben, wo keiner denkt wie ich fühle mich nicht mehr wohl in der Gegend. Bin noch umgezogen, toll, doch auch das hat nichts gebracht. Von einem Dorf in die Stadt, von einem Dorf in die Stadt. So ein Teil von mir will weg und in ein anderes Land. Ein Teil sagt mir, es ist gut so und dass alles so passt. Ich hab Frauen kennengelernt, doch sie leider nicht verstanden. Manchmal Wochen, mal ein Monat länger, hält es nicht zusammen. Nimm mein Herz, reiß es raus oder brech es in zwei. Keine Ahnung, ich glaub, ich komm wohl besser klar allein. Doch sie immerhin Charakter vor dem physischen stehen. Was bringt die schönste Frau der Welt, wenn sie nur Lügen erzählt? Ich könnte sagen, alles kacke, aber so ist das Leben. Ich bin doch noch nicht am Ende, muss noch vieles verstehen. Ich immer noch in Selbsttherapie, versuch jeden hier und alles auf der Welt zu kapieren. Deshalb bin ich häufig müde vom Denken, weil wenn ich alles tot gedacht hab, kann mich niemand verletzen. Und lern immer wieder, du kommst nur aus Krisen bekämpfen. Und da hilft dir keiner, weil du musst es selber erst checken. Manchmal sag ich mir, geh raus, um diese Welt zu entdecken. Doch sitz dann wieder nur zu Hause mit mir selbst und den Texten. Und ich hab immer noch kein Foto von dir, weil ich denk, so werde ich nicht mehr mit dem Tod konfrontiert. Tut mir leid, dass ich nicht auf der Beerdigung war. Doch du weißt, ich kann sowas nicht im Herzen ertragen. Vielleicht auch falsch, doch ich glaub, bin einer von den Guten, den niemand ganz versteht. Manche scheinen es zu versuchen, manche scheinen es zu kapieren. Ich bin gern mit mir selbst, aber irgendwie auch nicht, wenn ich merk, dass was fehlt. Da ist Krieg in meinem Kopf, es ist so viel passiert. Doch ich weiß, irgendwann komm ich nach oben zu dir. Aber noch ist meine Zeit, ich reif das Leben noch in Gang. Guck, ich hab hier noch zu tun, doch wir sehen uns irgendwann.